So, hallo, hier bin ich wieder mit der zweiten Folge zu unserem Mercedes-Umbau mit dem Vierachser. Ihr seht schon, aktuell sind die Räder schon drin. Und auf der einen Seite hat auch schon der Radkasten seinen Platz gefunden. Wie das Ganze jetzt unten eingebaut ist und wie das Ganze jetzt funktioniert mit der Lenkung, das zeige ich euch heute. Was ist passiert in der Zwischenzeit, beziehungsweise was habe ich gemacht? Ich habe zum einen mal hier natürlich die Schrauben abgeschnitten, habe die ganzen Räder festgeschraubt und damit die hier schon mal sauber und locker laufen. Dann habe ich hier die Spurstangen eingestellt und eingebaut. Das ist alles kein Kunstwerk, das kennt ihr noch aus dem MAN-Video. Und jetzt kommen wir zu der Umlenkung. Und bei der Umlenkung war mir ganz wichtig, dass das Ganze auch nach einem richtigen Lenkprinzip funktioniert. Das heißt, dass die Lenkachsen nicht 1 zu 1 einlenken, sondern dass die zweite Lenkachse, weil der Radius hier kleiner ist, etwas weniger einlenkt. So, schaut das Ganze dann aus. Und das Ganze funktioniert mittels Umlenkung hier unten. Und die ist so eingestellt, dass hier vorne ein größerer Hebel ist als hier hinten. Dadurch schlägt die vordere Achse mehr ein als die hintere. Der Aufnahmepunkt ist genau mittig zwischen den beiden Blöcken. Und diesen Hebel und diese Spurstangen hier, beziehungsweise diese Umlenkstangen, habe ich hier dementsprechend eingebaut. Womit habe ich sie eingebaut? Ich schaue gerade mal, ob man das hier etwas besser zu sehen bekommt. Ich habe einfach von unten, beziehungsweise wenn er richtig steht, von oben nochmal einen Hebel der Lenkachse auf die Vierkantaufnahme draufgesetzt. Einmal hier oben, einmal hier unten und habe hier meine Kugelköpfe mit dran befestigt. Weiter habe ich hier oben schon mal die Befestigung für den Servo angebracht und hier kommt der Servo rein. Das heißt, ich habe hier schon mal Platz geschaffen, damit wir den Servo jetzt gleich einbauen können. Bevor wir das aber tun, möchte ich euch nochmal dieses Lenkprinzip zeigen. Ich habe hier einen kleinen Versuchsaufbau, da kann ich euch das ganz toll demonstrieren. Das Prinzip, das hier zum Tragen kommt, nennt sich Ackermann-Prinzip, kann jeder selber gerne googeln, ist bei Wikipedia auch wunderbar erklärt und besagt nur eigentlich eins, dass wenn ich jetzt einen Dreiachser hätte, bilde ich eine Linie aus der Mitte der Hinterachsen und wenn ich einschlage, dann zeigt diese Achse der Punkt auf den gleichen Punkt wie diese Achse. Das ist auch der Grund, warum das Lenktrapez nach hinten eingebaut wird und wenn man das korrekt macht, sind auch die Anlenkungen vom Lenktrapez abgeschrägt, also sprich nach innen schräg angeordnet und laufen im Idealfall zu ebenfalls diesem hinteren Mittelpunkt. Jetzt haben wir einen Vierachser, das heißt, wenn ich jetzt hier einlenke, bilde ich auch hier einen Schnittpunkt da unten und damit das Ganze funktioniert, muss die zweite Achse auch so eingestellt werden, dass sie genau auf diesen Punkt unten zeigt. Dadurch muss die zweite Achse etwas weniger einlenken wie die erste und das erreichen wir durch diese Umlenkung hier in der Mitte. Ein Servo reicht, wir bauen die Umlenkung ein und es wird genau so angelenkt, dass er ganz sauber um die Kurve fährt. So, nachdem ihr gesehen habt, wie die Lenkung hier dementsprechend funktioniert, hier nochmal das Mittelteil habe ich hier einfach festgeschraubt. Kommen wir noch zum Servo-Einbau und dieser Block hier, ihr wisst, das ist der Faulenzer-Block, ist natürlich ein bisschen ein schnippischer Name auch für das ganze Ding, aber ihr habt gesehen, Montage so simpel wie irgendwas. Kommen wir zum zweiten Punkt, ich habe ja hier das rausgefräst für den Servo, der kommt dann hier hinein und jetzt seht ihr schon wieder, Kabel ist wieder im Weg und ich hatte beim MAN-Video, das habt ihr gesehen, immer wieder dieses Debakel. Also ich habe ja diese U-Profile hier von der Seite her angeschraubt und ich habe im Nachgang ja immer das Ganze wieder rausbauen müssen, die ganzen Dinger weg, damit ich hier die Kabel verlegen kann und dann habe ich den Arm hier nochmal umgeschraubt und nochmal neu festgeschraubt. Ja, und ich muss immer wieder mal von unten auch an die Schrauben hin, was natürlich eine heillose Katastrophe hier irgendwie ist. Und deswegen
habe ich das eigentlich erst jetzt so richtig begriffen, dass dieser Faulenzer-Block nicht nur bei dem Einbau hilft, sondern eine Wahnsinnsfunktion bietet. Ich habe jetzt die Schrauben hier noch draußen, also ich habe ja hier vorne eine und hier eine von der Seite einfach reingeschraubt. Jetzt kommen wir dazu, dass wir den Servo hier einbauen und wenn diese Schrauben raus sind, dann die komme ich übrigens auch so hin, so wie es jetzt ist. Und jetzt ziehe ich hier einfach mal dran, ist ja alles festgeschraubt. So, hier haben wir mein Modell. Das Grundmodell ist immer noch so, das stelle ich jetzt zur Seite. Und hier haben wir jetzt den Block, den ich gerade rausgenommen habe. Das heißt, das ganze Ding ist jetzt hier fest, ist auch hier fest geschraubt. Wenn also mal was wäre, dass ich sage, oh Mist, irgendwie Gewinde durchgedreht oder sowas, ich kann das hier rausnehmen, könnte jetzt von der Seite sogar eine Mutter nochmal draufsetzen. Ich kann jetzt hier auch lenken, ich komme an die Schrauben hin, die ich brauche. Ich kann auch hier überall schrauben. Also ich bin hier wieder dementsprechend flexibel und kann das hier einfach rausnehmen. In dem Fall habe ich das für den Servo ja schon vorgebohrt. Das heißt, ich kann das hier einfach reinschrauben. Können wir auch schnell machen. Dann ist der schon mal fertig montiert. Wenn ich den treffe. So, ihr seht, der Faulenzer-Block hat versteckte Talente, mit denen nicht mal ich gerechnet habe. Aber das ist jetzt natürlich eine Sache, wo ich sage, gefällt mir noch besser, als es mir bei der Montage schon sowieso schon gefallen hat, weil ich das Ganze jetzt wirklich so komprimiert habe und an alles hinkomme. Ich habe hier auch nochmal die Sachen alle hingeschraubt. Ich zeige euch das nochmal, wie das von der Seite ausschaut, ein bisschen langsamer. Ich werde auch noch viele Fotos machen natürlich und dementsprechend auch mit einstellen. Also damit ihr die Lenkung auch von dieser Seite seht. So sieht das Ganze aus. Wenn wir schon dabei sind, können wir uns auch gleich nochmal hier die Sache mit dem Rahmen anschauen, beziehungsweise mit dem zweiten Radkasten. Und das Schlimmste an diesem Radkasten ist eigentlich dieses, dass der Original so schmal ist, dass gerade so der Reifen hineinpasst. Das heißt, ich muss hier so ziemlich alles wegschneiden, was irgendwie geht. Auch hier werde ich wieder viele Fotos machen, also wir schrägen den hier hinten an der Seite, schneiden hier das Ganze weg, dass wirklich nur noch das obere Stück bleibt, hier unten durch und auch hier hinten rüber runterschneiden. Hier trennen wir das auch ab und hier sind so, ich sage jetzt mal Abstandshalter, weil genau dafür brauche ich sie. Diese kleinen runden Boppel, die lasse ich stehen. Weil daran befestige ich nachher den Radkasten wieder an meinem Modell. Ich habe das Ganze ja schon auf einer Seite gemacht, deswegen weiß ich, dass es auch funktioniert. Und so sieht das Ganze aus. Ich habe hier einen kleinen Spalt gelassen, damit das von der Lenkung her besser funktioniert, weil ansonsten würde das Rad hier an dem vorderen Kotflügel anstehen. Also nicht an diesem hier, sondern an dem vorderen. Deswegen sind wir hier ein paar Millimeter mit dem Ganzen nach hinten gegangen. Der Reifen sitzt nachher hier mittig und wenn ich das Ganze jetzt ein bisschen drehe, seht ihr, hier ist es schräg abgeschnitten, hier, das ist alles rausgeflogen. Es ist wirklich nur noch die obere Schale übrig geblieben und ich drehe es mal so rum. Hier haben wir diese zwei Poppel und das habe ich einfach mit etwas Kleber, in dem Fall war es Heißkleber. Ihr könnt natürlich auch Uhu und Uhu Endfest oder was weiß ich nehmen. Das habe ich hier hingeklebt, das hält auch. Wenn es nicht hält, klebe ich es nochmal fest, aber das passt soweit. Und von der Höhe her, hier ist sowieso eine Linie am Rahmen. Wer das Modell vor sich hat, wird sie auch finden. Hier oben sind diese Plastiknasen und direkt darunter ist eine Linie. Und ich habe mit diesen Poppeln im Endeffekt unterhalb der Linie die hier hingeklebt. Dann haben wir auch die passende Höhe. Auch hier mache ich nochmal viele Fotos, damit ihr das bei dem Baubericht mit seht und sehen könnt. Ich zeige euch hier unten nochmal, was ich so weggedremelt habe. Der Hauptrahmen ist stehen geblieben, das wisst ihr bei mir. Das haben wir beim letzten Modell schon gehabt. Hier
habe ich ein bisschen was mit weggenommen, einfach nur damit das sauber läuft und ich wirklich den Maximaleinschlag habe. Bevor ich es vergesse, ich habe euch hier jetzt den aktuellen Faulenzer-Block. Meiner ist ja noch komplett eckig an allen Seiten, was aber dem Einschlag keinen Abbruch tut. Die Kugellager bzw. die Kugelköpfe laufen hier oben drüber. Das stört hier überhaupt nicht. Aber damit auch egal, ob ihr diese Kugelköpfe nehmt oder eure eigenen oder das irgendwie anders baut, ihr keine Probleme habt beim Einschlagen, gibt es den Faulenzer-Block jetzt in der Version 2 mit schrägen Kanten. Das heißt, wenn ich den hier einbaue, weiß ich, ich habe auch hier an den Seiten kein Problem. Die Bemaßung ist ansonsten die gleiche. Wir haben hier unten Sechskantaufnahmen, schon mal für die Mutter. Die wird bloß reingelegt, von oben festgeschraubt mit den Schrauben, die dabei sind. Hier die Löcher für den Alurahmen und auch hier wieder die Nase für den Alu-Winkel, damit es genau passend zwischen reingeht. Das nur mal so am Rande. Kommen wir jetzt zum Einbau. Ihr seht, das ganze Ding ist wirklich so kompakt, dass ich hier die Kabel schon mal hier einfach reinlegen kann. Und was mir hier also wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut gefällt, ist einfach die Tatsache, dass ich jederzeit, wenn irgendwo etwas ist, diesen ganzen Block mit 4 Schrauben lösen, die hier an der Seite sind, rausnehmen kann. Ich könnte es nachstellen, ich kann den Servo austauschen, ich kann nochmal was nacharbeiten und vor allem auch hier, ich komme vielleicht an die Lampen noch hin, wenn ich sage, ich möchte zusätzlich noch Licht bauen, dann kann ich sagen, ich baue hier dieses ganze Teil einfach mal schnell raus. Nun sitzt das Ganze wieder dort, wo es hingehört. Wir schließen jetzt noch den Servo einmal an und werden den auch einmal kurz testen. Ich nehme also wieder aktuell hier den Servotester und kann das Ganze jetzt hier in beide Richtungen fahren. In die eine Richtung müssen wir etwas begrenzen, aber ihr seht, das läuft hier wunderbar. Hier ist ja der Radkasten auch schon eingebaut. Ich könnte, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr gehen. So. Und das Ganze haben wir auch in die andere Richtung. Ihr seht, hier muss ich etwas begrenzen, muss ich etwas nachgeben von der Lenkung her. Aber das funktioniert.